Die Blockchain in drei Wörtern erklärt, ist im Prinzip eine dezentrale, sichere Datenbank. Das wohl gängigste Missverständnis bei der Blockchain ist, dass es eine Blase sei. Das mag sicherlich vielleicht richtig sein für manche Coins, also Bitcoin-Äquivalente, sogenannte Altcoins. Aber die Technologie ist da, die zugrunde liegende Technologie ist da und sie wird bleiben und wir müssen gucken, wie wir sie nutzen können. Der spannendste Nutzen der Blockchain wird es sicherlich sein, dass eine Interaktionsebene geschaffen wird zwischen Menschen, die unmittelbare Transaktionsausführungen ermöglicht. Also zum Beispiel eine Entwicklung, die kommen wird, ist zum Beispiel im Rahmen der Sharing Economy zu sehen, dass es relativ einfach sein wird, seine analogen Assets, die man hat, sei es nun ein Fahrrad oder ein Auto, zu vermieten und Zugriffsrechte auf diese Assets, die dann über ein Internet der Dinge verbunden sind, zu ermöglichen, über Blockchain-basierte Technologie. Ich glaube nicht, dass die Blockchain jetzt jegliche Plattform überflüssig machen wird, denn die Peers müssen sich ja auch irgendwo finden und dafür dienen eben Plattformen. Es wird aber viele Prozesse vereinfachen. Beim Airbnb zum Beispiel wäre der große Vorteil, dass ich diese analoge Schlüsselübergabe vielleicht gar nicht mehr machen müsste, wenn ich ein Schloss in meiner Wohnung habe und dieses Schloss per Fernzugriff geöffnet werden kann und abgeschlossen werden kann. Und ich zum Beispiel dann meinem Mieter über eine gewisse Zeit ein Zugriffsrecht einräumen kann und er also für diese Frist, innerhalb dieser Frist, die Tür mit dem Handy zum Beispiel öffnen kann. Da gibt es auch andere Projekte. Porsche zum Beispiel hat jetzt vor wenigen Tagen eine Blockchain-basierte Technik oder Applikation in ein Auto eingebaut. Zum Beispiel kann man da dem Paketboten die Autorisierung geben, den Kofferraum zu öffnen, sodass er da die Pakete ablegen kann. Also der Energieverbrauch ist relativ hoch. Wir wissen nicht, wie hoch er in Relation ist zu den bestehenden Systemen, die im Hintergrund laufen und Zahlungsdienste abwickeln. Es ist davon auszugehen, dass das Problem des Energieverbrauchs aber in naher Zukunft auch gelöst werden wird und der Energieverbrauch da deutlich vermindert werden wird. Der Energieverbrauch hat auch vor allem mit Mining zu tun und es gibt auch jetzt schon Blockchains, die nicht minen müssen. Insofern wird abzuwarten, wie sich da entwickelt, aber ich bin zuversichtlich, dass moderne Blockchains sehr effizienter arbeiten werden.